Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und auch hallo an alle neuen Zuschauer auf meinem Kanal. Ich bin Isi von Mami Life und freue mich über euch. Heute geht es wieder um meinen wöchentlichen Einkaufshaul. Es ist ein bisschen mehr diesmal geworden. Deswegen wollen wir gar nicht lange um den heißen Brei reden und legen direkt los. Viel Spaß beim Video! Cheat Day haben wir heute bei Aldi im Angebot diese Dickmanns dicke Nüsse gefunden. Die sind mit Nussette-Nusscreme gefüllt und ja, wir testen die einfach mal aus. Dann natürlich wie immer für meine Tochter zwei Päckchen Himbeeren. Dann kam noch ein Päckchen geriebener Käse mit, da ich herausgefunden habe, dass meine Tochter gerne mal so eine Handvoll geriebenen Käse isst. Weil uns letztes Mal der Feldsalat so mega gut geschmeckt hat, haben wir diesmal auch wieder ein Päckchen mitgenommen. Und an dieser Stelle verlinke ich euch auch gerne wieder hier oben links meinen letzten Food Haul. Da könnt ihr auch nochmal vorbeischauen. Dann haben wir auch mal wieder bei Aldi diese Salametti Mediterranen mitgenommen. Die hatten wir jetzt schon länger nicht mehr und hatten wir einfach mal wieder Lust drauf. Zur Abwechslung zu unseren sonstigen anderen Highlights, die wir wöchentlich immer einkaufen, habe ich diesmal gebackenen Kochschinken mitgenommen. Ich habe diese Woche ja schon mal Kürbissuppe gemacht und die hat uns so mega gut geschmeckt, dass wir nächste Woche gleich nochmal eine machen und deswegen brauchte ich einmal Suppengrün und natürlich ein Hokkaido-Kürbis. Dann haben wir diesmal noch einmal geriebenen Grana Padano mitgenommen, einfach für unsere Nudelgerichte. In meinem letzten Food Haul habe ich euch den Bavaria Blue Blauschimmelkäse gezeigt, den kleinen. Ja, ich habe wieder gemerkt, das ist nicht so mein Ding, deswegen habe ich wieder zu der Aldi-Marke gegriffen. Ich finde, die Sorte ist einfach am besten. Zum Kochen und fürs Brot haben wir einmal Butter mitgenommen. Natürlich durften die Tomaten bei uns auch wieder nicht fehlen. Diese Mini-Romaristen-Tomaten waren bei uns im Angebot, deswegen haben wir gleich zwei Päckchen davon mitgenommen. Für unseren Salat und fürs Brot haben wir noch eine Packung Paprika mitgenommen. Weil uns momentan das Sonnenblumen- und Kürbiskernbrot beim Aldi am besten schmeckt, haben wir zwei Packungen von dem Sonnenblumenkernbrot diesmal mitgenommen. Und weil ich es mega niedlich fand und einfach praktisch auch für meine Tochter, so Mini-Laugenkonfekt. Wie ihr wisst, braucht mein Freund ja immer irgendwo eine Soße dabei. Diesmal kam die Hot-Ketchup-Soße mit. Für mich zum Zwischendurch und abends knabbern Kohlrabi. Leider diesmal nicht mehr im Angebot unsere Fruchtquetschis. Da haben wir auch wieder drei Packungen mitgenommen. Wie immer kamen natürlich unsere Salzstängel auch mit. Was ich mega praktisch finde, wenn man einfach mal in Eile ist und es schnell gehen muss, sind diese schon vorgehackten Zwiebeln aus dem Tiefkühlfach. Davon habe ich auch wieder als Basic eine Packung mitgenommen. Falls man zwischendurch mal ein bisschen Heißhunger kriegt, so Zartbitterschokolade, diese kleinen Täfelchen wieder, sind super lecker, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, auch wenn man denkt, dass Zartbitter nicht so schmeckt, aber die sind echt gut. Als Beilage wieder ein Sack mehlig kochende Kartoffeln. Dann haben wir mal für zwischendurch für unsere Tochter so Schokolollis gekauft. Einmal weiße Schokolade und einmal dunkle Schokolade. Natürlich durfte auch unsere Gurke nicht fehlen. Dann wisst ihr ja, als Basic bei uns gibt es immer die 7% Sahne. Und wenn ihr auch ein bisschen fettreduziert kochen wollt, probiert die mal aus. Ich finde die echt nicht schlecht und ich finde auch, man merkt kaum einen Unterschied. Diesmal kam wieder diese Schinkensalami mit. Zur Abwechslung haben wir mal wieder die Entdeckerfleischwurst von Vicky mitgenommen. Das sind so etwas dickere Scheiben, die schmecken meiner Tochter auch richtig gut. Ihr wisst ja auch, dass ich immer diesen Frischkäse im Fass kaufe. Diesmal habe ich diesen mit Joghurt, der ein bisschen leichter ist, mitgenommen und ich dachte einfach fürs Brot oder Brötchen als Butterersatz. Dann werde ich auch nächste Woche eine Gemüsepfanne mit Reis machen. Dafür habe ich einmal Zucchini gebraucht und auch wieder Bio-Karotten. Für meine Tochter und als Obstvorrat einmal Bananen. Weil sie letztes Mal schon so mega lecker waren, haben wir diesmal wieder Clementinen mitgenommen. Und die Orangen waren letztes Mal auch wirklich hammerlecker, deswegen versuchen wir es natürlich mit nochmal einem Netz. Um auch beim Obst ein bisschen Abwechslung zu schaffen, haben wir noch zwei Kaki mitgenommen.
als Vorrat und als Basic bei uns diese kleinen Döschen. Diesmal mit Erbsen. Meine Tochter liebt Erbsen, deswegen habe ich diesmal zu denen gegriffen. Natürlich auch wieder Ketchup. Für mich habe ich diesmal diesen fettarmen LKCI-Joghurt mitgenommen, einfach um am Abend vielleicht ein bisschen Kohlenhydrate einzusparen. Gehackte Tomaten in Dosen, dann wieder Kokosmilch. Und die Kokosmilch ist auch mega lecker und echt günstig, müsst ihr auch mal ausprobieren. Da wir nächste Woche Chili con Carne machen wollen, habe ich noch 2 Dosen Kidneybohnen mitgenommen. Natürlich durfte sich meine Tochter auch wieder 2 Margarita-Pizzen aus dem Backautomat rausdrücken. Als Joghurt für meine Tochter kamen wieder diese Fruchtjuniors mit. Als Gemüsemischung und als Beilage zu Hauptmahlzeiten kam einmal so gemischtes Tiefkühlgemüse mit. Wie ihr wisst, brauchen wir ja auch immer einiges an Vollmilch. Einmal für meinen Kaffee und einmal für meine Tochter, für ihr Fläschchen. Auch für die Suppen und für meinen Gemüsereis eine Packung Lauch. Dann war unser Sonnenblumenöl zum Braten leer. Da mir bisher noch kein Käse so richtig gut geschmeckt hat, haben wir diesmal diesen Maßdamer mitgenommen. Und ich bin mal gespannt, wie der ist. Und falls ihr gute Vorschläge habt oder gute Käsesorten kennt, schreibt mir das mal bitte. Dann nochmal als Gemüsebeilage mediterranes Tiefkühlgemüse. Dann durften natürlich unsere heißgeliebten Knuspergockelchen auch nicht fehlen. Das ist auch eine mega Empfehlung von mir für euch. Probiert die unbedingt mal aus. Das war auch schon das letzte Produkt bei Aldi. Und der Einkauf hat 77 Euro gekostet. Dann waren wir noch für heute Abend und zum Snacken bei Edeka. Und die Produkte zeige ich euch jetzt direkt. Einmal für meinen Freund Chips frisch ungarisch. Und ich hatte mal wieder mega Bock auf KitKat. Dann kamen noch so Partynüsse mit in Paprikamantel. Einmal zum Naschen Schogetten Black and White. Und Edel Alpenvollmilch Haselnuss. Heute Abend gibt es dann einmal von Iglo so Crunch and Fish und auch noch Asia Chicken Sticks. Die schmecken auch echt super lecker. Haben wir auch jetzt schon öfters mal geholt. Dann kam noch für nächste Woche, wenn es mal schnell gehen muss, so kleine Schweinecordon Bleu mit. Und für den Feldsalat einmal so Schinken-Speckwürfel. Für diese paar Sachen haben wir dann bei Edeka 21 Euro gezahlt. Nun waren wir noch für Frischfleisch und ein paar Kleinigkeiten bei Rewe. Dort kam einmal 500 Gramm Rindergehacktes mit. 2 Packungen von diesem Gusto Puff Mais. Der ist so ein bisschen salzig und der schmeckt mega lecker und macht auch mega süchtig. Also schaut da mal bei Rewe vorbei. Als Basic und auf Vorrat noch 1 Kilo Espresso-Bohnen. Bei Rewe haben wir dann auch nochmal 17 Euro gezahlt. Das war es dann auch schon wieder mit dem Video von meinem wöchentlichen Food Haul. Ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden, die anderen Sachen von DM und von Roller in ein separates Video zu nehmen, weil es einfach, glaube ich, sonst viel zu viel gewesen wäre. Also seid unbedingt mit dabei beim nächsten Mal, denn dann werde ich meinen DM Haul und meinen Roller Haul für euch hochladen. Ansonsten verlinke ich euch wie immer hier unten rechts mein letztes Video und hier unten links könnt ihr mich einmal kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!